Hallo, ich bin Roman. Ich bin Valerie. Es freut mich, euch heute unsere Baustelle zu zeigen. Die Baustelle von unserer Harry Potter Welt. Ja, wie ist es dazu gekommen? Wie so viele von euch während den langen Corona-Lockdown-Wochen habt ihr sicher auch die Keller aufgeräumt, wir auch, und haben dabei Unmengen an Kisten mit Lego gefunden, gesichtet, sortiert. Und auf eBay verkauft. Aber dann hast du auch was entdeckt. Ja, da habe ich den schönen Hogwarts Express gesehen, relativ günstig. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, hey, wir verscherbeln jetzt nicht nur alles, wir bauen jetzt hier eine echt schöne Harry Potter Welt auf. Und warum soll ich da widersprechen bei so einem schönen Zug? Lass ihn fahren. Und vor allem der Zug natürlich muss auch fahren. Das war mein erstes kleines Projekt. Und wie ihr seht, habe ich ihn erweitert. Mit den ganzen alten Schienen von vor über 40 Jahren, die er noch besessen hat. Hat auf Anhieb funktioniert. Klasse, ne? Gut, aber was ist ein Zug ohne ein Hogwarts-Schloss? Aber welches Schloss? Genau, wir haben lange überlegt, weil das große alte für über 380 Euro hat uns schon super gefallen wegen der Brücke und der Landschaft. Aber dann haben wir gesagt, naja, mit den Minifiguren, die müssen schon rein, also haben wir uns dann entschlossen, hier die einzelnen Sets zu erwerben. Und wie ihr seht, sind wir schon relativ weit. Wir haben alle großen erworben hier und aufgebaut. Welches hat dir am besten gefallen? Also eigentlich gefällt mir von der Optik her der Astronomieturm am besten, weil einfach diese tolle Silhouette so an den Film erinnert. Also ja, ist schon ein tolles Modell, wirklich. Während vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich eigentlich die peitschende Weide, also echt top. Super. Ja, und was kommt dann? Nee. Das ist ein Schloss ohne einen imposanten Berg. Das war eigentlich meine Bedingung. Es soll ja irgendwie jetzt auch anders sein, als andere Leute es gemacht haben. Und das ist leichter gesagt als getan. Denn so ein bisschen Berg hier, was meine Frau sich gewünscht hat, war erstmal hier wieder viel zu klein. Wir haben ihn noch größer gebaut. Und wie ihr seht, das erste Drittel hier ist auch schon einigermaßen fertig. Ist eine relativ einfache Bauweise mit eben so großen Felsensteinen. Hier geht der Weg rauf. Und eben mit großen alten Platten als Ebene ausgeführt. Genau, dieses verregnete Pfingstwochenende wird mein Mann dazu nutzen, den Berg hier weiter zu bauen. Genau. Und ich werde zeitgleich mich an ein Labyrinth aus dem Trimagischen Turnier versuchen. Das es nicht zu kaufen gibt. Bis jetzt jedenfalls nicht, genau. Und da müssen wir aber noch ein bisschen Steine zukaufen, das reicht noch nicht. Davon werden wir euch berichten. Deswegen erst einmal herzlichen Dank für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.